Hallo und herzlich willkommen hier zu Beholder. Da bin ich wieder. So, ja, der Spaß ist vorbei in 24 Stunden. Naja, gut, wollen wir mal schauen, was das nochmal ist. Zack, was ist jetzt? Oh, eine neue Verordnung. Es ist illegal, eine Gummiente zu besitzen. Was ist denn das für eine bescheuerte Verordnung? 2. Oktober, das waren schon einige Tage, wo keine Verordnung rauskam. Das ist ja mal lang. So, die Bombe im Haus. Wie war denn das nochmal? Da müssen wir jetzt alle befragen und durchsuchen und so weiter. Ja, gut. Aber noch ein anderer Punkt zu einer eigener Sache, das Spiel betreffend. Ja, ich habe so den Eindruck, als scheint euch das Spiel nicht so zu interessieren. Mich eigentlich ja schon. Ich finde es halt nur ein bisschen schade. Ich sehe es ja an den Zahlen immer so. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, werde ich vielleicht tatsächlich das Let's Play erstmal auslassen oder aussetzen dann. Und naja, vielleicht bringe ich dann erstmal den Beholder 2 noch rein, ob der vielleicht besser ankommt. Aber ja, von vornherein sehe ich das gerade so ein bisschen, dass ihr das nicht so gern seht, das Spiel. Aber ja, egal. Es heißt ja, man soll spielen, was einem Spaß macht. Und naja, das machen wir natürlich auch. So, wir machen jetzt mal weiter. Das war der eigene Beitrag. So, da lesen können wir später. Jetzt wäre es eigentlich erstmal verdächtig Dinge fragen. Haben Sie etwas Verdächtiges gesehen? Nein, aber ich habe eine Frage. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich eine der Waschmaschinen über das Wochenende auseinandernehme, Karl? Warum? Es klingt komisch im Inneren, als ob jemand einen Wecker mitwaschen würde. Interessant. Vielleicht ist das eine. Ist die Bombe da drin? Gut, da müssen wir mal gucken. Kommt er jetzt raus? Dann können wir ihn gleich auch fragen. Den Ariel. Vom Attentat erzählen, über das Land sprechen, über den Krieg sprechen. Haben wir mit ihm generell schon gesprochen? Na, vom Attentat könnte ich mal reden, weil wir haben ja das eh versaut. Schreckliche Nachrichten, Ariel. Man wird sie töten. Oh, Karl, wenn ich jedes Mal ein Pfund Gänseleber bekommen hätte, wenn ein Feind versucht hat, mich zu töten. Ich hätte schon vor langer Zeit den Palast aus Gänseleber gebaut. Und das auf einer Insel aus Gänseleber. Wer war es dieses Mal? Hiesige Revolutionäre, ich werde das dem Ministerium berichten. Warten Sie, Karl. Es war richtig von Ihnen, damit zu mir zu kommen. Ich ziehe es vor, mich selbst mit diesen aufständischen Ratten zu beschäftigen. Wissen Sie, rund um die Uhr. Wissen Sie, wo das Ganze geplant wurde? Sie wollten, dass ich Sie aus dem Haus locke und zur Hausecke schicke. Exzellent, Karl. Gewarnt heißt bewaffnet. Vielen Dank für Ihre Sorgfalt und Sie wissen... wissen Sie, auch für Ihre Loyalität gegenüber dem Staat. Okay, mal sehen, wer den Mut hatte, sein Glück mit dem Schlechter von Aglo zu versuchen. Hahaha. So, okay, der hat jetzt über die Bombe gar nicht wirklich. Aber warte mal. Nee, ist er... Moment, wir haben was gefunden. Und zwar, er hat gegen eine Verordnung verstoßen. Was ist mit dem hier? Was ist das hier für ein Knallkopf? Mit dem kann ich gar nicht reden. Nee, der will nicht mit mir reden. Moment mal, warte mal. Wir machen mal ganz kurz, bevor wir weiterreden mit den Leuten. Moment mal. Ach, das ist der Typ wahrscheinlich. Ja, erschießt er denn jetzt? Ah, warte mal, wenn ihr zwei... Ja, das ist interessant. Ich frage mal nach der Bombe. Haben Sie heute etwas Verdächtiges gesehen? Nein, ich habe nichts bemerkt. Warum? Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass alles im Haus richtig, dass ruhig bleibt. In diesem Fall werde ich Sie an Ihre Arbeit nicht, Ihre Arbeit überlassen. Wieder einmal habe ich nichts Verdächtiges entdeckt. Gut, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dir die Stimme gegeben habe, aber egal. Wir haben halt jede Folge eine neue Stimme, was soll's. Konversion beenden, warte mal, das war jetzt Gerda, nee, Gerda war es nicht, aber die hier. Über Angst sprechen, nach der Bombe fragen. Heieiei, was können wir mit der alles reden? Nach der Bombe fragen. Haben Sie heute etwas Verdächtiges gesehen?
Jeder in diesem Haus ist verdächtig, Sie eingeschlossen. Lieben Sie unseren großen Anführer? Ja, sicher. Niemand liebt den Anführer so wie ich. Ich wusste das schon immer. Einen schönen Tag noch. Okay, das war jetzt sehr aufschlussreich. Möge der große Anführer mit Ihnen sein. So, warte mal. Eine Maschine, die verdächtig klingt. Wollen wir doch mal scannen. So, okay, da ist nichts. Okay, was passiert jetzt? Die Cops kommen. Ah ja, er hat ihn abgeschossen. So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, welche Maschine ich jetzt angeguckt habe. Nee, Moment mal, habe ich die falsch angeguckt? Ja, nee, ja klar. So, ja, der ist tot. So, explosive Apparatur, 6 geschlossene Schaltkreise, 6 Dynamitstangen als Sprengladung. Nehmen. Und jetzt? Bombe. Untersuchen. Aber nicht, dass der jetzt gleich Bumm macht, ne? Ich weiß nicht. Sollte ich, da, warte mal. Rufen das Ministerium an, berichten von dem Abschluss der Aufgabe. Ich weiß nicht. Bombe. Armband, Uhr, Timer, 6 geschlossene Kreisläufe, 6 Dynamitstangen, Sprengkraft. Okay, ja, da passiert nichts. Dann gehen wir mal. Ach, jetzt sieht er auch aus. Okay, naja, schade. Die Erpressung ist vorbei. So, da wird man mal unser Ministerium für Sicherheit hier anrufen. Nummer wählen. Über die Bombe im Ministerium berichten. Was heißt im Ministerium? Hä? Das ist doch hier im Haus. Ministerium für Ordnung? Ja. Ich habe die Bombe gefunden. Was soll ich tun? Das war die falsche Stimme übrigens. Bleiben Sie ruhig. Wir senden einen Trupp Vaterlandsbergarbeiter. Sie werden in ein paar Stunden eintreffen. Ja, wie lange haben wir denn noch? Fassen Sie die Apparatur einfach nicht an. Ich fürchte, dass wir nicht mehrere Stunden Zeit haben. Die Uhr tickt. Wir sollten alle evakuieren. Keine Panik, Karl. Eine Evakuierung ist nicht nötig. Dies wird nur andere Stadtteile betreffen. Sie müssen die Apparatur untersuchen, um den Typ der Bombe herauszufinden. Wir haben Ihnen Anleitungen geschickt, mit denen Sie jeden Bombentyp entschärfen können. Ah, ja, toll, jetzt liegt's doch an mir. 8 Minuten 41. Danke, Scholter, super. Wir prüfen Sie den Briefkasten. Etwas über den Bombentyp erfahren, Ministerium? Momentan ist es am wahrscheinlichsten, dass es sich um einen der folgenden 3 Bombentypen handelt. Typ 1, MGB-53. Armbanduhr, Zeitschalter, 6 geschlossene Schaltkreise, 6 Stangen Dynamit als Sprengladung, ja ist es. Typ 2, NKVD 41, Wecker-Zeitschalter, ein geschlossener Schaltkreis, Nitroglycerin-Sprengladung, das ist es nicht. Typ 3, GUGB 43, Digitaluhr, Zeitschalter, 2 geschlossene Schaltkreise, Pyropulver-Sprengladung, also das ist halt so Feuerwerkszeug, ja, ist es auch nicht. Gut, jetzt mal gucken. Tick-Tack-Boom. Bombe entschärfen, alles klar. Ganz schnell mal im Briefkasten. Damit wir hier das vielleicht tun können. Wir wissen ja schon. Wir haben doch Zeit, aber nee, habe ich nicht. So, erstmal hier lesen. Enteninvasion. Am städtischen Hafen hat sich ein Skandal ereignet. 2 unbekannte Individuen haben in der letzten Nacht mehrere Lastwagenladungen Gummienten in das Wasser nahe des Hafens geworfen. Zeugen berichten, dass die Lastwagen mit dem Wort Entenflotte beschriftet waren. Die Enten, die durch die Strömung meilenweit getragen wurden, hatten Aufschriften wie Lieber Enten als Kohle, Enten wollen Frieden und dieser Krieg ist eine lahme Ente. Das Ministerium für Ordnung spricht von einer gezielten Attacke auf die Moral unseres Militärs. Aus diesem Grund werden die Täter verfolgt und zur Rechenschaft gezogen. Das Ministerium verkündet außerdem, dass Gummienten ab sofort als staatsfeindliche Propaganda betrachtet werden und die Lagerung mit einem Bußgeld bestraft wird. Was sagt die Stimme der Wahrheit dazu? Die Redaktion sagt, der Artikel sei ein Versuch, den leidenden Redakteur zu töten, der sich fast totgelacht hätte und sich weigerte, das Verbot von Gummienten zu kommentieren. Enten sind eine ernstzunehmende Angelegenheit. Okay, und der scheiß Wahlzettel dann. Da ist das, was wir brauchen. Also gut, lesen wir mal.
Um eine explosive Apparatur zu entschärfen, durchtrennen Sie die farbigen Kabel in der folgenden Reihenfolge. Warte mal, die sind jetzt gut, dass sie in der sind. Wir haben die Armbanduhrzündung, nicht die Weckerzündung, sondern... Moment, was ist das mit den Zahnrädern da? Da unten ist es anders. Keine Ahnung, egal. In der folgenden Reihenfolge. 1, 2, 3, 4. Ist es so einfach? Warte mal. Rot, grün, schwarz und blau. Ich glaube, das sollte ich mir aufschreiben. Wo habe ich denn mal hier ein Zettelchen? Was ist denn das hier? Oh, das können wir nehmen. So, R, G, S, B. Also rot, grün, schwarz, blau. Und da hat sie die Träder ganz anders da. Ach, oh, ich hoffe, dass das klappt. So, wir haben noch... Ah, das läuft aber schnell, hey. Die Zeit, die rennt ja weg hier. So, entschärfen. Welchen Draht soll ich zuerst durchschneiden? Rot. Und jetzt, grün. Dann schwarz, dann blau. Bombe entschärft, okay. Hätten sie ja mal wirklich detonieren lassen können. Was passiert jetzt? Kriegen wir jetzt wieder eine Info oder wie schaut's aus? Abschlussbericht, tut das mit. Okay. Kriegen wir dann auch Geld? Aha, sie raucht. Okay. Sehr gut. Und den einen müssen wir noch ein bisschen anschwärzen. Erstmal rufen wir das Ministerium an. Die Nummer wählen. Berichten, dass die Bombe entschärft wird, Ministerium. Ministerium für Ordnung. Die Bombe entschärft? Ja, mit Dank, ja. Gute Arbeit, Karl. Sie haben unsere Bürger und das Staatseigentum gerettet. Sie haben sich eine Belohnung verdient. Ja, ne. Hier jetzt eine Strafe oder was? Nee. So. Karl Stein, hiermit werden Sie offiziell über die bevorstehende Leistungsbeurteilung benachrichtigt. In 5 Tagen wird ein Prüfer zu Ihnen kommen, um Ihre Notizen und Dokumente abzuholen. Wie wird die Beurteilung ausgehen? Falls die Prozentzahl der gefundenen Verstöße über dem akzeptierten Limit liegt, werden Sie gefeuert. Sie werden außerdem wegen Sabotage festgenommen. Ist das klar, Karl? Ich verstehe. Und was ist, wenn das Gegenteil der Fall ist? Falls die Prozentzahl der gefundenen Verstöße unter dem akzeptierten Limit liegt, werden sie nicht gefeuert. Ist ja schon was, macht Sinn. Auf Wiedersehen, Karl. Ah ja, jetzt klingt schon wieder gleich das Telefon. Was ist denn jetzt schon wieder? Privater Anruf, sind jetzt wieder die Typen da. Karl Stein? Ja, wer ist da? Hören Sie zu und unterbrechen Sie mich nicht. Sie haben es geschafft, die Bombe zu entschärfen. Aber das entspricht nicht unseren Plänen. Wenn Sie nicht wollen, dass das wieder passiert, sollten Sie auf das hören, was wir sagen. Fahren Sie zur Hölle. Ich werde niemals ein Haus voller Menschen in die Luft sprengen. Wir interessieren uns nicht für Ihre Mieter. Mit Ausnahme von einem. Töten Sie Inge Birkenfeld. Oder beim nächsten Mal werden es 10 Bomben anstatt einer sein. Warum? Was haben sie gegen sie? Wenn das hilft, ihren letzten Rest Moral zu beruhigen, dann ist das okay. Diese Schlampe ist als Chemieexpertin für die geheimen Laborexperimente unter Leitung des Ministeriums für Kontrolle verantwortlich. Jetzt stellen Sie Gas her, das gleichzeitig die Kleinhirndrüsen abschaltet und die präfrontale Hirnrinde schädigt. Ist das eine neue Kriegswaffe? Sie haben recht, es ist eine Waffe, aber nicht so, wie Sie denken. Das Gas verwandelt Menschen in gehorsame Werkzeuge. Keine Angst, keine moralischen Dilemmas. Aha. Leute, die Sie kennen, Leute wie Sie kennen weder Schuld noch Mitleid. Also wird es gegen uns selbst verwendet. Sie werden die nächste Generation in perfekte Arbeit und Soldaten verwandeln. Sie muss gestoppt werden. Wie? Sie sind ein kluger Mann. Sie werden sich schon etwas einfallen lassen. Und bedenken Sie, Karl,
Wenn sie scheitern, wird die nächste Bombe in ihrer Wohnung explodieren. Okay. Jetzt muss ich kurz mal pausieren. Jetzt werden wir sozusagen bedroht. Wir sollen jemanden umbringen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll. Ich müsste mir ja eine Waffe besorgen. Und außerdem sind Waffen illegal. Dann kriegen wir noch eine Prüfung. Ja, wie wär's, wenn wir diese Frau rausekeln aus unserem Haus? Ob wir dann auch eine Bombe kriegen oder... Ich möchte eigentlich nichts dazu zu tun haben. Ich möchte keinen umbringen. Also das widerstrebt mir. So, die Revision steht bevor in 120 Stunden. Patriotenproduktion. Wie lange, dass ich Birkenfeld töte? Ja, dann ist ja die Tochter so ein bisschen sauer. Das können wir nicht tun. Ja, und die Revision. Ich muss mich vorbereiten. Gut, jetzt war noch folgend. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir erstmal hier. So. Jetzt lese ich noch hier die Zeitung ganz schnell. Da ist ein neuer Bericht drin. So. Daily News, Gärten für die Arbeit. Die Untersuchung des weit bekannten Falls bezüglich der Ministeriumsgärten ist abgeschlossen. Wir freuen uns, berichten zu können, dass alle Gärten Besitz des Haushaltsministeriums sind und nicht als Privatgrundstück gelten. Die Gärten werden ausschließlich für Staatsangelegenheiten und Landwirtschaft verwendet. Und die Wahrheit sagt, jeder weiß doch, was die da machen. Wer hat schon daran gezweifelt, dass die falsche Untersuchung dazu führt? Okay. So. Und jetzt müssen wir mal wieder gucken hier. Ich muss einen Bericht schreiben, beziehungsweise, ja gut, ein Profil-Update und einen Bericht. Muss ich aber erstmal selber nochmal gucken. Was wissen wir über die? Nichts. Was wissen wir über ihn? Okay, er hat hier, liest Bücher. Wir müssen ihn erpressen, beziehungsweise, ja gut, wollen wir ihn raushauen gleich, ist die Frage. Wir machen erstmal eine Erpressung. Albert Meinke, arbeitslos. Okay, der ist in Wohnung, weiß ich nicht mehr, an. Albert Meinke, Wohnung machen wir gleich. Das war die 6052 vom 12. Mai noch zu wissen. Das hat man ja schon so oft. Wohnung muss ich gucken. Ja, der ist dumm, der Typ. Hoffentlich ist er auch so dumm und zahlt. Hoppala, das war doof. So, Wohnung Nummer 3. Ups. 3. Senden. So. Und jetzt geht's weiter. Nerv. Nix. Die Gerda Birkenfeld raucht. So. Ich gehe gleich an das blöde Telefon. Profil. Gerda Birkenfeld. Lebt in Wohnung. Das müsste jetzt 6 oder weiß ich nicht. 4. Ich weiß es nicht mehr. Weiblich. Wohnt mit Ingrid Birkenfeld zusammen. Beruf. Arbeitslos. So, Wohnung 5 war es. So, Gerda, jawohl. Senden. So. Ja, was ist denn schon wieder hier? So, Nummer, Hörer abnehmen. Eine Aufgabe, berichten, Ministerium. Ministerium für Ordnung. Sie haben es geschafft, Kamerad Johnson ist in Ordnung. Sie werden die Belohnung und die Erstattung auf einmal erhalten. Ach, das war noch... Wow, jetzt haben wir erstmal viel Geld. Das ist super. So, Mieter hat den Erpresserbrief ignoriert. Okay. Gerda, du bist fällig. Wir sollen aber... Wen sollen wir nochmal? Inge. Ja, gut. Aber wenn wir Gerda rausegeln, dann geht die Inge auch mit, oder? Glaube ich zumindest. Und schon wieder ein Brief. Das geht ja unglaublich. Gut, das lese ich jetzt noch und dann schauen wir mal, wie man da... Das haben wir aber... Es ist kein Zeitablauf, okay. Alle in den Krieg. General Ariel Johnsons Vortrag im Stadtstadion war ein großer Erfolg. Der berühmte Kriegsheld erzählte Schulkindern von der Wichtigkeit einer patriotischen Erziehung und rief sie dazu auf, sich freiwillig bei der Armee zu melden. Über 3000 junge Patrioten folgten seinem Aufruf. Nach der Show versuchte eine Gruppe unbekannter Personen Unruhe zu stiften, aber die wachsame Polizei konnte dies verhindern.
Der Schlechter von Arklaus setzt seine finsteren Geschäfte fort. Seine schönen Reden verschleiern die schreckliche Aufforderung, junge Menschen in den Krieg zu schicken. Warum hört niemand die Wahrheit? Okay, so schaut's aus. Ja, gut Leute, jetzt ist es so. Jetzt würde ich ganz gern die Folge für heute beenden, weil wir hatten die Bombe, das reicht erstmal. Jetzt müssen wir dann wieder gucken, wie man das mit dieser Sache da erledigt, mit dieser Inge hier und so weiter. Also ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, natürlich gerne Likes da lassen. Natürlich würde ich auch viele Kommentare gerne mal lesen wieder. Und ja, wer abonnieren tut, das wird mich auch freuen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.